What? Hä? Warum? Hallo? Spiel? Es war gerade noch Tag 114. Ah! Oh, fuck off, fuck off, fuck off. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Aber scheinbar fängt's eben erst an. Ja, starten wir gleich mal voll Turbo in die Episode. Why not? Ich habe mir gedacht, gut, es war ja eben noch Nachmittag. Was heißt eben, ich habe heute Mittag mal kurz ein bisschen gespielt. Und da war es, wie gesagt, auch Tag 114. Musste dann halt eben aufhören. Und denke, gut, dann mache ich jetzt hier ganz gemütlich weiter. Gehe noch ein bisschen auf Loot-Tour. Mache schon mal die Ansprache. Und dann passiert sowas. Klar, why not? Also, willkommen direkt im Trubel. What? Ihr wollt mich doch trollen. Jetzt ist der Totkopf wieder weiß. Alter, erschreckt mich doch nicht so. Oh. Was ist das hier jetzt? Als was kann man das bezeichnen? Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Hä? Zum Glück habe ich ja keine Cam, sonst würde man lauter Fragezeichen über meinem Schädel schwirren sehen. Jetzt ist halt echt die Frage, wann hört das auf? Hm. Hm. Hallo? Leute, wisst ihr, was hier passiert ist? Irgendjemand eine Idee? Ich wollte den Steg da oben noch zu Ende bauen. Tja. Hm. Na gut, lass uns einfach weiterlaufen. Könnte ich das sonst machen. Aber immerhin waren es ja keine kompletten Tage jetzt, sondern in Anführungsstrichen nur ein paar Stunden. Trotzdem. Kann es sein, dass die Server von G-Portal irgendwie im Eimer sind? Und zum Glück habe ich mir ja angewöhnt, nach jeder Horde... Alter Schwede! Nach jeder Horde gleich die Anlage hier durchzureparieren. Ich mach mal den zweiten Plasmaschocker an, ne? Schwapps ist eine ganz gute Idee. Ich wollte jetzt nur nicht da vorne lang. Weil ich habe so die Befürchtung, ich könnte eventuell sonst hier gegrillt werden. Aber ein Glück. Sind wir jetzt alle hin? Sind jetzt so schnell kaputt gegangen? Jo. Ich glaube nicht, dass sie so schnell jetzt kaputt gegangen sind. Da kam ja noch ein ganzer Pulk von größeren Kollegen. Oder doch? Nee. Hä? What? Huh. Ja. Das ist aber alles noch da. Hm?
Ja, also würde ich mal sagen, hängt man gleich die 116 mit hinten dran, ne? Oh Mann. Also ich glaube echt, das ist nicht das Spiel selber, sondern das sind die Server. Ich weiß ja nicht, wie viele, ich sage es mal, Drittanbieter es auch noch gibt, wo man diese Server mieten kann. Meiner läuft, wie gesagt, über G-Portal. Strange. Very strange. Na gut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da wären wir wieder zurück. Am Tag 115. Ich habe die Stachelwerfer zu Ende gebaut. Und es funktioniert. Guck mal, was hier liegt. Hier liegt eine Ente. Und da vorne sehe ich noch ein Fuchs. Da haben wir noch was. Gut, ich muss es halt eben zuschauen, dass hier immer rundherum die ganzen Bäume weg sind, dass ich die auch sehe, wenn da was liegt. Ich bin hier eben schon rumgelaufen, habe ein bisschen was eingesammelt. Ja, also hier drüben, hier lag alles voll. Einiges an Karnickel, Füchsen, Wölfe. Ah, guck da. Da liegt ein Karnickel. Da liegt noch was. Was stimmt da? Achso, nur die Algen. Ach, guck mal da. Noch ein Karnickel. Und noch eine Ente. Ja, okay. Also ich denke, das reicht. Man sieht, es klappt super toll. Die holen auch die Vögel runter. Was ich sehr, sehr nice finde. Weil ich habe irgendwie das Problem, dass die Vögel manchmal so komisch in der Luft glitschen. Wenn ich dann auf die schieße, und dann geben sie Gas und wechseln sie. Also ist ganz, ganz komisch. Aber die 8 schmucken Teilchen machen das hier jetzt. Finde ich ziemlich praktisch. Und ich habe die abgegradeten Ballista-Bolzen drin. Ja, also die sind fleißig hier am Rumschießen. Und die kosten auch echt nicht viel Material. Also das ist lediglich Holz, was man ja direkt aus den Baumstämmen generieren kann. Und Eisenbarren. Und oh, Eisenerz. Ich habe Eisenerz en masse, weil ich ja eigentlich immer nur scharf aufs Kupfer bin. Oh, Nachtschreier. Von daher habe ich Eisenerz auch en masse. Da liegt wieder was. Also lohnt sich das auf jeden Fall. Also, falls ihr irgendwie mal knapp bei Samen sein solltet oder, ja, was ich allerdings nicht glaube, aber egal, die Methode funktioniert richtig gut. Sehr, sehr schön. Gut, ich mache jetzt hier nur noch ein paar Bäumchen weg, dass ich hier freie Sicht habe. Dann dauert es ja auch gar nicht mehr allzu lange. Man weiß ja, wenn man hier einmal unterwegs ist, dann rennt die Zeit. Das gibt's kein Morgen mehr. Dann bis gleich. So, Babychen. Und los geht das fröhliche Geschnetzel. Sounds geht aus. Also die Bezeichnung Rampenlicht von den Dingern stimmt ja mal so gar nicht. Ich habe von den Dingern hier was gebaut. Jo, sieht man echt viel von, ne? Da sind die Teile hier weitaus besser. Und sie brauchen keinen Strom. So, was los hier? Zack, zack, pronto.
Hallo. Wuhu. Also heute ist ja mal wieder alles maximal komisch hier. Hallo. Da sind euch die Bäume hier noch im Weg. Ja, sorry, hat keine Zeit mehr. Oh, das soll doch reisen. Ah, da kommt ihr ja. Meine Güte. Hallo? Seht ihr das? Die sind gerade erst stehen geblieben. Ich muss die Bäume wegmachen. Genau, und die Ballistas habe ich auch so eingestellt, die schießen tagsüber auf die Tierchen und nachts auf die Schwerden, Kollegen hier. Und ich sage ja, Munition für die ist echt easy peasy, die hat man ständig, gerade wenn man hier baut. Mal die Kollegen hier oben an. Flammi, bitte noch nicht losgehen. Warte, bis ich vorbei bin. Danke. So, gehen wir wieder an unser Ausguckplätzchen hier. Ich habe es beim letzten Mal gejinxt, oder? War es beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal? Ich zitiere mich selber. Habt ihr gemerkt, wir hatten bisher noch keinen Stuck-Moment. Wahrscheinlich war es doch die Location. Zitat Ende. Abuja. Hallo. Ein Männlein steht im Wald, er kam still und stumm. Und es kommen keine Zombies. Where? Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich die Wartemusik wegpacken kann. Hallo. Jetzt war ich, hab da eben noch einen gesehen. Der ist Stuck da hinten. Raketenwerfer.
Oh Gott, jetzt reagiert er erst. Da war noch einer. Hey, wo bist denn du jetzt? Hi. Ich höre auch nichts. Die Schritte, ja, aber das war's auch schon. Die könnt mir doch nicht erzählen. Hallo. Ey. Ich glaube, ich muss wirklich die Bäume wegmachen. Guck mal. Da hinten steht noch einer. Da hinten ist noch einer. Ey, das ist jetzt, das wäre jetzt aber echt traurig, wenn es die Bäume werden. Hallo. Stacken an den Bäumen. Ach. Also das ist jetzt schon ein bisschen arm. Ich meine, okay, der breite Arsch muss schon irgendwo durch. Ja, okay, sehe ich ein. Was geht denn mit dir ab? Ich bin maximal verwirrt. Der stand immer noch da. Ich habe nur das blöde Gefühl, wenn ich den da jetzt... Da stand auch noch einer. Komm mal ein bisschen hierher. Hallo. Ich hole dich dann auch gleich noch ab, keine Sorge. Ich kann jetzt nicht. Ich muss den Großen hier hinten abholen. Der kleine Giant möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Bam. Kommen Sie, kommen Sie. Hallo. Ich bin hier.
Hey. Warum hab ich das Gefühl, der glitscht gleich? Nee, tut er nicht. Ach, da kommen wir doch noch ein paar. Ja, hallöchen, moin. Ist ja der Knaller. Auf geht's. Wo kommst du schon wieder her, blöder Baum? Ich komme hier mit dem Film nicht hinterher. Oh, ist das Debris. Ich weiß echt nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich hätte es nicht jinxen dürfen. Ich bin selber schuld. Habe ich den Plasmaschocker an? Ja, habe ich. Okay. Ey, ihr seid doof. Das war ja mal nix hier. Ja, das war's schon wieder, ne? Ja. Es ist einfach nur deprimierend. Warum? Warum? Why? Sag's mir mal. Was liegt hier für ein ganzer Kram rum? Ich muss... Ach, das ist... Da hat sie auch das Pinnacle zerlegt. Mir fehlen gerade ein bisschen die Worte. Wie heißt doch so schön? Alle guten Dinge sind drei. Ich hänge die nächste Nacht auch noch hinten dran. Naja, es ist gerade bei mir Samstagabend. Hab Zeit. Danke, Spiel. Oder danke, Server. Also, ich denke eher der Server. Jo. Dann mache ich auch gar kein Zwischending mehr, sage ich mal. Dann seid ihr einfach wieder... An Datum 117, Stunde 0. Gleich wieder mit dabei. Oh, das haben wir ja schon. Hi. Ich war hier ein bisschen Sortierwahn. Ja, ich habe einen inneren Monk. Und ja, ich sortiere Pilze. Lasst mich. Oh, shit. Stromanlage sollte ich vielleicht mal anmachen. La, 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 la. Oh. Das sind ja schon wieder mehr Kurzschlüsse wie... Gott, mir fällt kein Beispiel ein. Aber da die Batterien ja voll sind, ist das jetzt gerade nicht tragisch. Hauptsache die Dinger hier laufen. Oh fuck, ich glaube ich muss nochmal die MRL für die Raketenwerfer nach... Schubsen, also Munition neu laden. Ich glaube, die haben sich in der letzten Wave ein bisschen verausgabt. Ich finde es halt eben ein bisschen blöd. Kann man das nicht so machen, dass wenn einer schon auf einen Giant zielt, dass dann der andere nicht auch noch mit drauf hält? Ich könnte mir vorstellen, dass da einiges an Munition auf Flöten geht. Ding, 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 dong.
Na, wenigstens fangen sie jetzt schon mal an. Machen wir es mit Hälfte. Ja. Ja, hallo. Wo kommen denn jetzt schon wieder die ganzen Beine her? Manu! Fängt zumindest mal besser an wie die letzte Nacht. Immerhin. Nüt, nüt. Ich kann das Maschinchen nicht ändern. Noch bleiben, die passen wir schon mal aus. Strom sparen und so. Ach, die hauen mir viel zu sehr da auf die Dinger drauf. Weg mit euch. Und diese Bäume triggern mich schon wieder. Ist auch schon wieder eine Menge Kurzschlüsse. Das triggert mich. Ich muss ständig da hinten hinwunseln. Ich gehe da jetzt hin. Dann komm, da ist ein Köder. Geh zu den Ködern. Mich in Ruhe. Ach, kann ich wieder zumachen? Och Mann, ne. Ist mir egal jetzt. Komm mal mit. Hallöchen. Komm. Oh Mann, ich bin wieder rein, scheiße. Egal. Das soll schon groß passieren, als dass es mir kaputt deppern und jetzt einfach wieder neu aufbauen. Hm? Gar nichts. Ballern die jetzt da oben hin? Warum? Warum? Habe ich das jetzt getriggert, weil ich da in dem Bereich war? Dass die dann auch von da oben kommen? Ich habe ja keine Ahnung, wie NPCs so ticken. 1 Uhr. Da ist immer noch ein Kurzschluss. Damn it. Ah.
Fatz woanders dahin. Hallo Leute, es ist 1 Uhr. Immer mehr das Gefühl, dass die Großen gar nicht immer kommen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist es gerade ziemlich traurig. Wir treffen nach den Folgen und irgendwie sind sie alle so meh. Waren das bis eben platscht nach hinten. Ach, was ist mit denen? Ist der besoffen? Ach nee, Gott, das sind die Ballistas. Ah. Trotzdem hat es lustig ausgesehen. Endwelle, auf geht's. Ich sagte, auf geht's. Wenn ich jetzt hier nach hinten laufe, ich habe jetzt einiges noch an Bäumen hier weggemacht, wie man sieht. Wenn die Giants in dem Busy hier jetzt auch noch feststecken. Nö. Ich müsste
vielleicht mal schauen, ob die Server von G-Portal irgendwie auch über über die Amazon-Dinger laufen. Die hatten ja irgendwie... Ach, da kommt ihr. Die letzten Tage massig Probleme gehabt. Twitch war ja auch an dem einen Tag komplett down, wo nichts mehr ging. Einen Tag später, glaube ich, war es fast soweit. Man weiß es nicht. Du bist ganz schön schnell, du. Kommt schon her. Ich sehe Sternchen. Ich habe eben voll reingeschaut. Eieiei. Aua. Oh, das sind die normalen, deswegen fackeln die nicht. Oh shit! Der Plasma-Schocker ist ja alle. What? Ich guck ganz verträumt da in die wandelnden Fackeln. Schnell nicht, dass der zweite Plasma-Schocker längst an sein soll. Ja, bitteschön. Ich will einfach nur nicht die Nacht unnötig in die Länge ziehen. Jo. Das ist aber echt... Oh Gott. Drei Nächte. Ja. Ich bin selbst schuld, ich hab's gejinxt. Oh, cool, keine Stuck Moments mehr, yippie. Aha. Yay, es sind mehr Zombies da. Mhm. Ja. Ich habe aber auch echt keine Ahnung mehr. Ich kann aber auch nichts machen. Entweder man nimmt sie hin oder man lässt sein. Tjo. Nee, aber ein Erfolgserlebnis hatte ich auf jeden Fall. Diese schmucken Dinger da oben haben es tatsächlich geschafft, dass ich hier... ich habe jetzt schon alles in die Kisten gepackt, aber hier lag alle paar Minuten alles voll mit Vögeln, mit... Füchsen, Kanickeln, Wölfen, Rehe, Schweine, sowohl die Wildschweine als auch die normalen. So. Wo wir gerade schon davon reden. Also da kommt wirklich schon einiges beisammen. Und man spart sich halt eben wirklich die Jagd. Kommen die mit den hier drüben Säcke? Kommen die da hin? Oder her? Na, guck, da haben wir sie schon. Da haben wir noch was. Und da haben wir noch was. Da liegt noch zwei.
Lohnt sich auf jeden Fall. Also falls ihr irgendwie schnell an Fleisch, Pelze etc. kommen müsst, stellt die Stachelwerfer auf und stellt sie auf Tiere. Es muss halt eben logischerweise auf Dauerbetrieb laufen. Aber es lohnt sich. Da hatte ich ja mal zur Abwechslung eine gute Idee. apropos gute Idee. Ich habe jetzt immer noch was im Köpfchen, was ich jetzt aber nicht ausspreche. Das überlege ich mir nochmal. Wird sich dann in der nächsten Episode zeigen, ob ich mit meiner Schnapsidee mir nicht wieder selbst ins Knie schieße oder ob es lustig, desaströs oder ein bisschen was von allem wird. Lasst euch auf jeden Fall überraschen, weil die drei Nächte hier, die haben mich jetzt einen kompletten Samstag Arbeit gekostet. Und trotzdem hat es sich im Endeffekt nicht gelohnt, was echt schade ist. Also, seid gespannt auf die Nacht 118 dann. Jetzt haben wir so einen riesen Sprung gemacht. Da wird was passieren. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Abend oder was auch immer, wann auch immer ihr das seht. Ich weiß nicht, ob ich noch vor Weihnachten was hoch... Doch, vor Weihnachten müsste noch was hochgehen. Dann sehen wir uns alle noch einmal. Bis dann. Ciao, ciao.